Was wird das? Ja, du sollst doch weiterlesen. Okay. Man sagt, Sarok hätte die Schlacht gewonnen. Wäre da nicht Fortescue gewesen, der das Heer tief in die Armee der Untoten hineinführte. Saroks Leibwache, den fürchterlichen Lord. Voldemort. Palethorn, mein Kadok, niedermähte und bevor er selbst seinen. Lord Palethorn lebte doch da noch gar nicht, du weiß Honk. Ich doch auch, Mann. Tödlichen Wunden erlag den üblen Hexer im bitteren Duell in den Tod schickte. Gellomirs Geschichte, Band 4. Die bösen Kräfte wurden zu einem schrecklichen Preis besiegt. Nur eine Handvoll des königlichen Heers kehrte aus der Schlacht zurück. Gellomir verlor eine ganze Generation junger Männer, darunter den schlauen Tim, den legendären Armbrustschützen und Fortescue, Stellvertreter, der im ersten Pfeilhagel fiel. Selbst wenn Saroks Leichnam je gefunden worden wäre, hätte ihm niemand auch nur eine Träne nachgeweint. Die unter Saroks Flagge gefallenen Schattendämonen waren seltsame Kreaturen und gehörten nicht in die Welt der Normalsterblichen. Stormalnerblichen. Der Stormalnerblichen. Der König ließ sie befannen. Befannen. Er hat alle mit einer Bratpfanne ausgerüstet. Der König ließ sie alle befannen. Die Dämonen lagen einem von König entworfenen, undurchdringlichen Sarg tief unter der Erde begraben. Ihr Grab war mit einer Zaubergerät, dem sogenannten Schattenartefakt, versiegelt. Da, 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 da. Oh. Touristenführer nach Gellomir, Band 1. Das Land von Gellomir ist voller atemberaubender Wunder und Abenteuer. Er Leerzeile. Im Zauberwald entfaltet sich die ganze Schönheit des Landes. Er klimmt die Höhen und bestaunt die Nester der riesigen Schlangenvögel. Da fehlt eine Leerzeichenzeile. Entdeckt die wundersame Pflanzenwelt. Genießt den einzigartigen Anblick der in glasklaren Teichen paddelnden kleinen Drachenkröten. Wandert durch den Kürbissaal. Was? Durch das Kürbisstall. Durch das Kürbistal. Ach, Kürbis, ey, yo. Kürbis ist Gellomirs Lieblingsspeise. Und zur ist gar nicht gedacht. Zur Zeit sprießt im Tal das junge Gemüse, das nur darauf wartet, geerntet zu werden. Der haut dich ganz schön. Bevor dir am Buch... Touristenführer nach Gellomir, Band 2. Ein nach Geheimnissen suchender Abenteurer sollte sich zu König Peregrins Schlossruinen aufmachen. Aus diesem Schloss winkte König Peregrin einst seinem Volk zu. Der Sage nach liegt seine Krone heute noch in den Schlossverließen und in den alten Gängen geht der Geist des Königs um. Unheimlich. Ihr könnt auch zum Sumpf wandern und versuchen, die sagenumwobene Stadt Melomid aufzuspüren. Sie galt einst als Heimat geheimnisvoller Alchemisten und versumpfte vor langer Zeit auf Nimmerwiedersehen. Man sagt, ein großer Schatz wartet auf denjenigen, der die Unterwasserstadt entdeckt. Ja, und unser Gegner ist schon ein ziemlicher Hammerkopf, ne? Ein Hammerkopf? Oh, ja, stimmt. Mit einem Horn auf dem Kopf, ja. Eieiei. Ein Buch noch, dann habe ich es geschafft. Nee, zwei. Scheiße. Helden der Geschichte im Rückblick, Nummer 1. Er ist nicht nur stärkster Mann aller Zeiten. Der Kerl hängt da gerade sehr cool in der Luft. Der war gerade ein Körper. Was? Stenjor. Der Hammerschwinger war auch der weltbeste Fußballer. Ach, das ist er. Er hämmerte genauso gern auf seinen Amboss ein, wie auf die Köpfe seiner Gegner. Seine angeblich einzige Sorge war, dass der Himmel ihn auf den Kopf fällt. Nein, dass die Dorfschmiede als Handwerkszentrum von zentralisierten Einheiten abgelöst werden könnte. Lächerlich! Nummer 2.
als bescheidener Bauernsohn eines Nomaden. Ich hab grad Hurensohn gelesen, tut mir leid. Als bescheidener Hurensohn eines Nomadenstammes aus den Obstgebieten, wollte ich gerade sagen, aus den Ostgebieten durchquerte. Ein bescheidener Hurensohn aus den Obstgebieten. Vlad Monoth, der Schädelschnitzer. Mit einer Reiterarmee die halbe zivilisierte Welt. Als er schließlich beim Versuch starb. Allein und nur mit einem Pickelhelm bewaffnet, eine Garnison im Norden anzugreifen, war er der reichste und mächtigste Bauer seiner Zeit. Zwar ist Uli Hoeneß jetzt auch, ja. Karl Schildgard verbrachte den Großteil seiner Jugend in der belagerten Burg seiner Familie. Mit seinem undurchdringlichen Zauberschild vertrat Schildgard das Motto: Der beste Angriff ist die beste Verteidigung. Sein Schild bewahrte ihn leider nicht vor schlechten Essgewohnheiten. Bei einem Siegesfest erstickte er an einer unzerkauten Wurst. War er das auch mit der Zaubercraft? Genau, Zaubercraft. Genau, der ist das. Nummer 4. Da kommt er wieder. Der Held der Helden, Woden der Mächtige, war furchtlos, zielstrebig und entschlossen. Im Kampf unbesiegt lehrte er Freund und Feind gleichermaßen das Fürchten. Von Verwandten und Haustieren ganz zu schweigen. Ist ja so ein bisschen... Hoden der Mächtige klingt wie so ein Lexikon-Eintrag. So Hoden, der Mächtige. Ja, so könnte, wie der mächtige Hoden. Könnte man natürlich so sehen, ja. Hoden. Nummer 5 lebt. Imanzi Shongama, die Kriegerkönigin eines Amazonenstamms, war von Geburt an in alle Kampfarten ausgebildet. In allen, so. Die kühne, in alle Kampfarten ausgeartet, ja. Die kühne und schöne Shongama verbannte alle Männer aus ihrem Reich. Nur eine Handvoll durfte ihrem Volk den Rasen mähen. Das ist natürlich eine Ehre. Ah. Bist du denn Shongama oder immer noch nicht? Hm. Okay, machen wir weiter. Nummer 6. Hausfrau und Mutter McWine, Herd bewahr, musste Heim und Herd gegen barbarisches Gesindel verteidigen, während sich die Männer auf der Jagd befanden. Nur mit Heugabel und wehrte sie, das Nudelholz bewaffnet, ihr Baby auf dem Arm, wehrte sie mehrere Angriffe ab. Der Sage nach kam ihr die von ihrem ungewöhnlichen Mut beeindruckten Götter mit Blitzstrahlen zu Hilfe. Sie gewann die Schlacht, hatte sogar noch ein paar Blitze für ihren Mann übrig, als er zurückkam. Das ist doch schön. Nummer 7. Dirk Schwertstreich, das war er. Genau. War dank seines Zauberschwertes und seines Mottos, nur Frauen verteidigen sich, wahre Männer greifen immer an. Ein gefürchteter Gegner. Er war ein Freund und Zeitgenosse Karl Schildgards, der sogar bei seinem Tod dabei war. Während Schwertstreich seine Meinung über Schildgards Schild auf dem Fest kundtat, hatte letzterer seinen tragischen... Ach so, ja. ...und unerklärlichen Unfall, Nummer 8. Revenues, der Bogenschütze von Albel, von edelstem Zentaurenblut, war der letzte Prinz seines Volkes. Ein stolzer und hochmütiger Aristokrat, ein vollendeter Jäger. Jäger! Kennen wir ja, ne? Sportler, muss ich kurz mal... Duellant, Playboy, Erzähler und dreifacher Derby-Sieger. Ich hoffe, auf Werder Seite. Werder Bremen! Mhm. Nummer 9. Alle Heeresführer zur Zeit König Peregrins wurde Sir Daniel Fortescue berühmt. Als er den abtrünnigen Hexer Sarok tötete, als im Königshaus aufgewachsener Berufssoldat, wurde er von seinen Untergebenen bewundert und war für seine Treue zu Gellomir bekannt. Man sagte, Fortescue war mit seinem eckigen Kinn, das stimmt, dem durchdringenden Blick und der pechschwarzen Mähne, wo ist die denn, wie zum Helden geschaffen. Oh, sagt er, oh. Mitteilung. Ich bin in Eile. Saroks Männer werden bald hier sein. Ich habe das Kruzifix aus der Kirche genommen. Es ist der Schlüssel zu einem Schlüssel. Aus dem Kreuz habe ich vor seiner Vernichtung diesen Guss geformt. Ich hoffe, er fällt in gerechte und gute Hände. Gezeichnet der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Jetzt kann ich endlich meinen kalten Tee austrinken. Sagt er gerade. So. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ich auch.
Wovor denn? Die Kirche? Ganz am Anfang des Levels. Ja, wo ist das denn? Da ist die Kirche. Da, nimm die so lange. Aber bringt ja noch nichts. Nee, du musst ja erstmal die Schmiede. Richtig. Und ich brauche erstmal den Blasebalg, oder nicht? Der Blasebalg befindet sich, glaube ich, schon in der Schmiede. Ja. Du brauchst nur die Gussform und das Fuzzi-Krix. Es ist übrigens nicht irgendeine Gussform, es ist eine Kruzifix-Gussform. Und es ist eine Büste des Schankwirts. So, und was müssen wir jetzt machen, liebe Leute? Ihr könnt mitraten. Denn, bevor ich das auflöse, kann Alex nochmal ein Buch lesen. Yay, ich freue mich. Hufschmied aktuell. Der alte Haudegen Willy Green aus Gallows Town wurde von unseren Lesern zum Schmied des Jahres gewählt. Aus seinem herausragenden Gussform entstanden zahlreiche kunstvolle und robuste Eisenwaren und Skulpturen. Willy verwendet für seine Arbeit nur die edelsten Metalle und ist berühmt für seine einzigartigen Brüste. Kommentar des alten Willi. Naja, wenn ich den Blasebalg erstmal angeworfen habe, gibt's kein Halten mehr. Es geht nur noch auf und ab, Igitt. Immer im Takt. Mein großes Vorbild ist, ja, der wieder, Stanier, der Hammerschwinger und bester Schmied aller Zeiten. Ich hab gerade überlegt, ob ich einen ganz dreckigen Witz mit dem Wort Blasebalg mache, aber... Mhm. Ich glaube, ich lasse es mal. Dann lass es doch. Kannst du dir denken, was ich meine? Och, es gibt viele Möglichkeiten, da was draus zu machen. Hey, Geld. Ist mir auch noch nie aufgefallen, dass hier so ein Ding in so einem Amboss steht. Ja, in der Schmiede ist es ja nicht gerade. Habe ich nie so drauf geachtet. So, ja. Wir müssen jetzt hier hüpfen. Auf den Blasebalg. Du musst schneller hüpfen, weil sonst wird das nichts. Genau. Miau. Das ist geil, wie er sich so da neigt zur Mitte. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. So, jetzt können wir. Ja. Hier waren wir auch noch gar nicht. Ja. Nein. Du musst einmal, ich will dir einen kleinen Tipp geben, darf einmal andersrum rennen. Sonst kommst du nicht an dort Geld. Und du willst das Geld doch auch. Denn du bist jung und brauchst das Geld. Die sind ganz schön fix hier, die Bauern. Ein Energiefläsche. Ein Flenergieäschchen. Aha! Scheiße. Gut, dass du es eingesammelt hast. Ja, vor allem, weil es auch so viel ausmacht. Gut, dass ich mir das Muster gemerkt habe. Gewitter! Ja, bitte. Ich rufe an. Ach so, die Oma, ja. Ich ja. habe eine Tochter in Düsseldorf. Und ich wollte wissen, wo das Gewitter war. War das da? Nein! Ja? Nein! Gewitter? In Neuss! Bei mir geil, dass du das sagst. In Neuss! Oh Gott! Oh. Ja. Meine lieben Freunde, es ist soweit. Wir sagen Tschüss, haut rein. Bis zum nächsten Mal bei Daniel Fortescue.